Es gibt einige Stars, die uns für ihre legendären Rollen oder auch herausragenden Leistungen immer im Gedächtnis bleiben werden. Doch einige von ihnen haben sich wie eine Eintagsfliege nach einem Hit schnell wieder aus dem Staub gemacht. Egal ob nach langer Karriere oder nach nur kurzer Zeit im Rampenlicht. Wir zeigen euch, welche Stars heutzutage einen ganz normalen Job haben. Viele Fans fragen sich auch heute noch, was eigentlich aus Dylan Sprouse geworden ist. Der Schauspieler war mit seinem Zwillingsbruder Cole in diversen Disney-Sendungen zu sehen. Eigentlich stand Dylan also eine große Karriere bevor. Doch er entschied sich, im Gegensatz zu seinem Bruder, gegen die Schauspielerei und für die Karriere in seiner Bierbrauerei. In Brooklyn hat sich der ehemalige Zack & Cody Star selbstständig gemacht. Dort braut und verköstigt er seinen goldgelben Trunk. Na dann mal Prost! In der Komödie Hairspray haben wir die charmante Nikki Blonsky neben John Travolta 2007 gefeiert. Sogar einen Critics' Choice Award konnte die damals 19-Jährige mit nach Hause nehmen. Eigentlich ein guter Start für eine lange Karriere in Hollywood. Doch daraus wurde nichts. Die Rollen blieben aus und so jobbte Nikki zunächst in einem Schuhgeschäft und landete später tatsächlich in einem Friseursalon. Auch Nikki Blonskys Kollegin aus Hairspray, Amanda Bynes, entschloss sich nach zahlreichen Komödien in ihrer Jugend für ein Leben fernab von den Kameras. Das war wohl auch besser so. Immerhin schockte sie zwischenzeitlich mit Alkohol- und Drogenmissbrauch. Sie musste sogar in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden. Doch nach ihrem Absturz schaffte Bynes es zurück in ein normales Leben. Sie studierte am Fashion Institute of Design and Merchandising in Los Angeles und machte 2018 ihren Abschluss. Glückwunsch! Als Kind war Mara Wilson nicht aus Familienfilmen wegzudenken. Egal ob Das Wunder von Manhattan oder Mrs. Doubtfire, das süße kleine Mädchen verzückte in den 90ern seine Zuschauer. Doch auch Mara ist erwachsen geworden und hat die Schauspielerei hinter sich gelassen. 2016 veröffentlichte sie ihr erstes Buch, das übersetzt den ziemlich passenden Titel trägt »Wo bin ich heute? Wahre Geschichten aus Mädchenjahren und zufälligem Ruhm«. Wo er heute ist, wissen wir auch. Chris Owen wurde als schräger Typ in der Rolle des Shermie-Nater in American Pie berühmt. Doch leider war der Anfang auch gleichzeitig schon das Ende seiner Karriere. 2016 arbeitete Chris in einem Sushi-Restaurant als Kellner. Er wurde vom Shermie-Nater also zum Sushi-Nater. Warum nicht? Karen Parsons kennen bestimmt noch viele als Hilary Banks aus der Sitcom Der Prinz von Bel-Air. Doch obwohl sie neben Superstar Will Smith große Erfolge feierte, hat sich Karen für einen anderen Karriereweg entschieden. Sie gründete den Verein Sweet Blackberry, dessen Mission es ist, Kindern wenig bekannte Geschichten über afroamerikanische Errungenschaften zu vermitteln. Die mittlerweile zweifache Mutter arbeitet hier als Vorsitzende. Erinnert ihr euch noch an Ariana Richards? In Jurassic Park war sie als damals 13-Jährige den wilden Dinosauriern ausgesetzt. Der Film war zwar ein internationaler Erfolg an den Kinokassen, die Jungschauspielerin selbst konnte bei ihren Anschlussprojekten jedoch keine Erfolge feiern. Darum widmete sich Ariana einer anderen Leidenschaft. Sie studierte Kunst und gewann mit ihren Bildern bereits einige Preise. Sogar Jurassic Park-Regisseur Steven Spielberg soll noch eines ihrer frühen Werke besitzen. Tja, mit der Schauspielerei sollte es zwar nicht sein, aber trotzdem lebt Ariana Richards, wie viele andere Hollywood-Kollegen, dennoch heute ihren Traum. Und mal ehrlich, auch wenn ihre Karrieren meist nur von kurzer Dauer waren, was wäre so manch ein Kinohit ohne diese Stars gewesen?